Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, einen Verleger, Bestseller, Autor und ja, Wahrheitsfinder, Freiheitsdenker Heiko Schrang. Er ist ein sehr polarisierender Mensch und ich bin heute ganz gespannt, diesen Menschen mal persönlich kennenzulernen und freue mich, dass er heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heiko. Hallo liebe Corinna. Schön, dass du da bist. Freue mich auch sehr, in der Schweiz mal wieder zu sein, nach langer Zeit. Ja, und vor allen Dingen finde ich das super spannend, weil die Menschen, die ja so polarisierend dargestellt werden, mit extrem gut, extrem böse, da finde ich es immer ganz spannend, diesen Menschen persönlich kennenzulernen. Und da freue ich mich sehr, dass wir unsere Zuschauer heute mal den Heiko kennenlernen, wie er denn wirklich ist. Und würde dich gerne mal fragen, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich wirklich mit diesen ganzen Themen von Spiritualität, Politik, Wirtschaftssysteme, Strukturen, Macht, Steuersystemen überhaupt, dass da deine Seele gesagt hat, oh, da möchte ich mal hin, das ist mein Weg. Das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir alle hier auf dieser Erde sind, um eigentlich einer Berufung nachzukommen. Und oftmals dauert es sehr lange, um überhaupt den inneren Ruf wahrzunehmen, der in jedem steckt. Leider ist es bei den meisten so, ich würde mal sagen, mindestens 97%, die hören diesen Ruf gar nicht mehr, sondern sie gehen nur einer Tätigkeit nach, um Geld zu verdienen. Also im Endeffekt war es bei mir so, in der Schule, kann ich mich erinnern, schon als kleines Kind, also ab der 5. Klasse hatten wir Geschichte. Und Geschichte war das einzige Fach, wo ich nie lernen musste. Zum Beispiel Deutsch, Rechtschreibung ist mir immer schwer gefallen, immer schwer, konnte machen, lernen, was ich wollte. Und bei Geschichte war so, aus dem FF wusste genau, wann war der Krieg, wann war dies, wann war das. Also irgendwie hat es mir gelegen. Verstehst du, so historische Ereignisse. Und dann habe ich schon als Kind, ich glaube, weiß ich schon nicht mehr, mit 10, 11 Jahren Bundestagsdebatten gesehen, also damals Helmut Schmidt, dann habe ich damals das massiv wahrgenommen. Ich nenne es mal den Putsch. Und zwar war die Regierung damals FDP, SPD, also Schmidt war Kanzler. Und dann gab es ja dieses Misstrauensvotum 82 und Helmut Kohl hat quasi Schmidt ja gestürzt und die FDP fand ich damals ganz mies. Und das habe ich als, in dem Fall war ich 12 Jahre, als 12-Jähriger wahrgenommen. Mhm. Das, eigentlich sind die doch jetzt vorher zusammen gewesen. Jetzt stechen die dem im Rücken den Schmidt und rennen zum Kohl rüber. Also das heißt, ich habe unbewusst eine Affinität schon gehabt zu diesem politischen Ding. Und dann auch mit 12 Jahren, alles in dem Jahr, wurde mir ein Buch geschenkt und zwar über das Attentat auf John F. Kennedy, weil es liegt heute noch mit Taschenlampe im Bett, damals das Buch gelesen und habe Gänsehaut bekommen, hat mich schwer fasziniert. Also da ging es nicht um die Einzeltäter-Theorie, sondern es ging darum, dass da eine massive Verschwörung im Gange war. Und als dann der Film JFK rauskam von Oliver Stone 1990, da kannte ich die ganze Geschichte schon. Und alle um mich herum haben immer gesagt, der Schrank ist so ein irrer Typ. Schon in jungen Jahren habe ich den Leuten davon erzählt, mit 14, 15, so und so läuft das ab. 87 Barschel, habe ich damals schon erzählt. Waffenhandel hängt damit zusammen, weil da gab es die erste Meldung. Er hat sich mit Waffenhändlern in Genf getroffen, so Bourivage Hotel, und danach war die Meldung weg. Also ich habe schon immer das wahrgenommen, diese Dinge. Diese Ungerechtigkeit, Manipulation. Ja, Manipulation, Ungerechtigkeit, Kennedy ist ja bloß ein Name. Es gibt ja auch andere Geschichten, Martin Luther King damals, Herrhausen bin ich tief eingestiegen, damals schon war die Wendezeit, Alfred Herrhausen, das angebliche RAF, ihn umgebracht haben soll, dann kam 91 Rohwedder, habe ich alles ja verbaut in meinen Büchern, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, also ich habe damals schon, weiß ich noch, Videokassetten, da habe ich so ein Archiv aufgebaut, wie so ein Hobby, wo andere sagen, ich bin dabei Briefmarken zu sammeln oder mache alles Mögliche. Aber mein Hobby war es immer, mit diesen Sachen mich intensiv auseinanderzusetzen, und ich fand es interessant, dass die Leute mir zwar immer, die wirklich, der mir zugehört, also dem sagen, du hast irgendwie eine Gabe, dass man dir zuhört, aber insgeheim haben sie gedacht, ob das alles so stimmt, was der uns erzählt, okay? Und dann später, glaube um 2008 rum, da bin ich nicht mehr als Missionar rumgerannt. Ich war ja damals so, manchmal war ich auch vielleicht ein bisschen überheblich, gebe ich zu, im Nachgang, für viele Leute, weil das, ich verstehe jetzt auch die Leute, gerade in der jetzigen Phase, die erwacht sind, die wollen dieses Wissen teilen. Und manchmal entsteht dort eine Ohnmacht. Weil wenn du dir sagst, seid ihr alle völlig blöd, seht ihr das nicht? Weißt du, so war ich damals schon drauf.
Also damals war ich schon so drauf, Anfang der 90er Jahre. Und dann habe ich immer gesagt, sag mal, ja, wenn es so ist, Heiko, dann würde es ja im Fernsehen kommen. Fernsehen sagt, wisst ihr gar nicht, was da für eine Manipulation habe. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht den ganzen Tag mit meinem Aktenarchiv rumrennen, um dir zu zeigen, so habe ich mit den Leuten gesprochen, dir zu zeigen, wo die Belege sind. Ich habe die alle da gehabt. Und irgendwann habe ich die Nase voll gehabt, hobbymäßig 2008. Habe ich gesagt, wisst ihr was, ich rede mit gar keinem mehr. Ich gebe nur noch ein Newsletter raus, kostenlos, für Leute, die sagen, hey, will ich lesen. Da wurde eine sehr große Sache draus, muss man dazu sagen. Ist es auch so der Moment gewesen, wo dir so klar wurde, okay, Wissen ist keine Bringpflicht, sondern eine Hohlschuld? Nö, ja, sowieso, aber deswegen ist es ja damals entstanden. Also den Verlag, den ich hatte, viele kannten die ja noch mit dem Namen extrem erfolgreich. Macht steuert Wissen Verlag, MSW Verlag. Deswegen, Wissen ist Macht, sagt man, aber die Macht steuert Wissen. Die meisten haben diese Mantra nie verstanden, also den Namen dahinter. Wir hießen ja Macht steuert Wissen Verlag auf all den Büchern. Siehst du heute noch MSW-Logo drauf? Steht nur MSW, aber heißt Macht steuert Wissen. Also die, die Macht haben, habe ich damals schon erkannt, ist ja logisch. War aber schon immer so. Und dann Menschen, die entscheiden, was du zum Wissen als Wissen bekommst. Ne? Um die Brücke zur Spiritualität zu schlagen, in der Selbstermächtigung kommen wir natürlich auch in eine andere Selbstermächtigung, oder? Ja, und nicht nur Ermächtigung, sondern Selbsterkenntnis. Es ist entscheidend, sich selbst erstmal zu erkennen. Und das ist ja der Punkt, da kommen wir vielleicht noch drauf, weil jetzt ist es ja so, ist es für mich völlig uninteressant. Ich habe jahrelang, also jahrzehntelang gemacht, auch als Vorreiter teilweise diese ganzen Themen rausgebracht. Und jetzt ist es nicht wichtig, weil viel wichtiger ist, wie gesagt, Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis, zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich selbst? Und was kann ich denn tun und wie kann ich denn das Licht sein? Das kann ich erstmal nur alleine für mich sein. Liebe dich selbst, dann liebst du den Nächsten. Wurde ja immer verkannt und verdreht von der Kirche. Das wurde als Egoismus, war auch so. Alle anderen kann ich lieben. Jesus hatte zwar gesagt, aber ist viel wichtiger. Ich muss letztendlich ja, hat auch mit Egoismus nichts zu tun, mich selbst erstmal lieben, weil die meisten ja nicht lieben. Frag mal die Leute. Ja, was verstehst du denn unter Selbstliebe? Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass viele da gar nicht wissen, wo setze ich da überhaupt an oder was macht Selbstliebe aus? Ja, ist schwer zu sagen. Also für mich ist Liebe und Gott, es gibt keine Liebe ohne Gott, es gibt kein Gott ohne Liebe, weil beide Wörter sind mittlerweile pervertiert worden in allen Bereichen. Und man sagt, wenn du beispielsweise alles, was du über Gott denkst und sagst, ist nicht Gott. Und das Gleiche gilt für die Liebe. Also wenn ich über die Liebe sage und denke, ist nicht die Liebe, weil dieser Zustand, den können wir nicht erfahren in der Dualität, in der wir leben. Wir leben nun mal in der Zweiheit zwischen gut, böse, hell, dunkel, kalt, warm, Mann, Frau. Das ist ja die Challenge, sagen wir, um die geht es ja. Dass, wenn es eine Polarität gibt, muss es eine Polarität zur Polarität geben. Und wenn es die gibt, dann ist die Polarität zur Polarität die Einheit. Und die Einheit ist letztendlich das, wo Jesus, Buddha, also alle großen Weisheitslehrer immer von der Einheit gesprochen haben. Nur die Einheit ist nicht im Diesseits zu erfahren, also in der Polarität. Deswegen sagt der Jesus, mein Welt ist nicht von dieser Welt. Und dann denken die Leute, rennen sie wieder rum und sagt der Verstand, naja, der muss also irgendwo auf einem anderen Planeten sein. Nee, nee, die ist ja vorhanden, aber die ist nicht vorhanden im Äußerlichen, sag ich mal, in der Materie, also jetzt nicht in dem Körper. Es ist zwar ein Funken dort drin, also die Liebe, um die Frage zu beantworten, oder Göttliche, ist in jedem von uns drin. Es ist nur verschüttet. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, Kontakt damit aufzunehmen, beziehungsweise eine Liebesbeziehung mit sich selbst erstmal dort einzugehen. Ich habe gestern einen Vortrag gehört über die fünfte Herzkammer. Und wenn du jetzt gerade so von dieser Essenz sprichst, finde ich das auch ganz spannend. Hast du dich mit dem Thema auch mal beschäftigt? Nicht so intensiv. Ich weiß nur, dass viele Leute denken ja immer, es gibt ja Nervenverbindungen, also Verbindung vom Gehirn zum Herzen. Aber viel wichtiger ist, dass also es viel mehr Verbindung vom Herzen zum Gehirn sind. Das heißt also eigentlich ist die Empfindung, die Intuition ist in der Herzregion unterwegs und nicht im Verstand. Deswegen sagt man, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Und wir leben leider in einer Welt, die komplett verstandsorientiert ist, komplett verstandsorientiert ist. Und damit sind wir in die Irre gegangen, dass wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist der Ozean. Das heißt, wir haben aufgebaut ein Schulsystem, eine Gesellschaft auf einen Tropfen. Und jemand, der über den Ozean redet, der wird als Ketzer verbrannt, wird gejagt und so weiter. Das ist nicht zu unterschätzen, was ich immer wieder sage, auch zu den Christen.
Jesus, den sie alle vergöttern, der ist rumgerannt mit seinem Kreuz auf dem Rücken und die haben ihn beleidigt, angespuckt und so weiter. Die Masse, sie haben ihn ja gar nicht gerettet. Mhm. Das heißt, wir leben in derselben Zeit. Wenn ein Typ wie Jesus rumrennt und den Menschen das quasi ein Spiegel vorhält, mehr nicht, dann wird der Spiegel genauso zerschlagen letztendlich. Die wollen es gar nicht sehen. Und das ist die Zeit, aber jeder muss es mit sich selbst ausmachen. Was ist für dich die Herausforderung, wenn man wirklich sagt, okay, da kommt jetzt einer und hält diesen Spiegel hin. Was muss in diesem Menschen passieren, dass er sagt, okay, ich schaue jetzt mutig in diesen Spiegel rein, anstatt den zu zerschlagen? Weißt du, so dieses, wir haben 80% der Gesellschaft, die, sage ich mal, einem Narrativ folgen und 20%, die einem anderen Narrativ folgen. Und jeder hat ja so ein bisschen das Thema, dass er meint, mit seinem ist er auf dem richtigen Weg und hat die Wahrheit. Und es sind natürlich auch unterschiedliche Orientierungspunkte, wo sich die Menschen informieren. Es ist schon eine sehr spannende Zeit, aber auch sehr viel Ego drin, oder? Auf jeden Fall. Bei dem, jetzt habe ich das Wort verloren. Kein Problem. Es ist für Ego drin. Du sagst ein gutes Wort Ego, weil wir leben in einer absolut ego-pervertierten Zeit, was in jeder Hinsicht und überall nur gefördert wird. Also kannst du überall sehen, du musst so und so aussehen, du musst den Beruf haben, du musst das Bankkonto haben. Und im Endeffekt ist die Grundfrage immer die, bist du glücklich und zufrieden? Nur darum geht's. Also jeder, wenn du sagst, der hat die Meinung, der hat die Meinung, daraus entsteht ja diese Spaltung. Und die ist ja gewollt, die oder die Meinung. Ich sage, jeder darf das denken, was er denken will. Könnt doch alle denken, was ihr denken wollt, aber lasst mich bitte in Ruhe. Aber das passiert ja nicht. Da wird dir sagen, na Moment mal, aus den und den Gründen musst du mal eine Maske tragen und dann musst du dich jetzt impfen lassen, dann musst du dies, das, das. Dass es aber darüber auch andere Meinungen gibt, einfach tolerieren. Ja? Und aber wie gesagt, es ist uralt. Und wenn man sich befasst, gerade mit dem Christentum, obwohl ich ja eigentlich Buddhist bin, aber trotzdem, ist so eine Teilung. Ich bin sehr vorsichtig damit, immer so, ich bin dies, ich bin das. Weil das sind auch nur Schilder, die du draußen ranhängst. Weißt du, wie vor der Tür, Eingangsschild, Christ, Moslem, Jude und so weiter. Aber im Endeffekt werden wir als Kind geboren. Da kommt eine Seele, die inkarniert in einen Körper, sucht sich das aus, um Erfahrungen zu machen letztendlich. Aber konditioniert in eine Gesellschaft, die dir sagt, was du zu denken hast. Letztendlich ist es ja der Punkt. Das ist ja, was viele Leute nicht verstehen, schwer verständlich ist. Die sagen, ich habe ja so einen tollen Verstand. Sie wissen aber gar nicht, dass dieser Verstand zu 98% konditioniert worden ist von den Medien, von den Eltern, von einer Gesellschaft, die dir nicht sagt, wie du wirklich glücklich wirst, wie du zufrieden wirst, wie du diesen göttlichen Funken vielleicht zu deiner fünften Herzkammer findest. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das bedeutet, in dir drinne findet eigentlich eine massive Verschwörung statt. Das heißt, du hast eigentlich in dir den Feind, in deinem eigenen Körper, der Verstand. Dieser Ego-Verstand, der dabei ist, dich zu hindern und so weiter. Und jetzt gerade aktuell, ich habe in meinen letzten Sendungen von meinem neuen Format Neo drüber gesprochen, noch nie so viele Selbstmorde, noch nie in meinem Umkreis sogar, noch nie so viele Todesfälle wie jetzt. Das heißt, das Spannungsfeld nimmt so dermaßen zu und entweder hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, befass mich mal mit den Dingen in mir drinne, diesen göttlichen Teil, sage ich jetzt mal, oder du gehst weiter in den Kampfmodus, dann werden ganz viele Leute zerbrechen und wir sind gerade erst am Anfang. Warum hast du dich für den Buddhismus entschieden? Was hat der für dich für eine Qualität? Was heißt entschieden? Es ist immer so eine Sache. Vor Jahren wurde auch festgelegt in den Medien, also teilweise, wenn sie jetzt mich immer verunglimpft haben und so weiter, aber irgendwo am Anfang stand der Name noch Buddhismus, leg gar keinen Wert mehr drauf. Ja, also ich habe zwar einen Namen, haben meine Eltern mir gegeben, aber viel wichtiger ist ja, wer ist denn die Seele letztendlich? Weil die Seele ist unsterblich. Lass uns mit der Seele befassen. Wer steckt in dir drinne? Abseits von Name, Form. Das heißt also, warum jetzt auf den Namen Buddhismus zurückzukommen, war auch schon in Kindheitstagen. Es hat mich irgendwie fasziniert, muss ich sagen, dass da eine Religion war, die ja keine richtige Religion ist, sondern eine Philosophie. Und die nicht sagt, unser Gott ist die Wahrheit, sondern die als einzige von allen Religionen alle anderen toleriert hat. So. Und das fand ich immer interessant und nett, dachte ich, finde ich sympathisch irgendwie. Muss aber jetzt trotzdem eingestehen, hat ja viel passiert in den letzten Jahren, dass ich das auch ein bisschen differenzierter sehe. Also wenn ich sehe, dass ein Dalai Lama sich medienwirksam mit AstraZeneca impfen lässt,
wo ich einfach nur so da gesessen habe, war für mich wirklich ein ganz schwerer Schlag. Warum? Weil, wenn man sich damit befasst, ja, und worauf das aufgebaut ist, die Inkarnationslinien, da gibt ja den Dalai Lama, den Panchen Lama, den Karmapa, die drei größten Würdenträger, sag ich mal, in Tibet, so. Und die haben ja eine Inkarnationslinie über Jahrhunderte, wo sie nachweisen können, das, also kennst du das Spielchen, die entscheiden ja vorher, dann und dann wäre ich geboren, in dem und dem Jahr. Dann gibt es ja diese Rituale, um festzustellen, dass das ist. Also auf gut Deutsch, der Reinkarnationsgedanke ist der Urgedanke, das Herzstück des Buddhismus. Da frage ich mich, und jetzt spritzt sich einer, der oberste Boss von denen, obwohl eigentlich er immer wieder neu inkarniert ist. Aber warum, für was spritzt er sich jetzt eigentlich jetzt? Also widerspricht komplett den Lehren. Und leider habe ich auch bei uns in Berlin, ich war ja auf meinem buddhistischen Zentrum oft, dann Menschen gesehen, die mit einer Maske rumgerannt sind. Und das ist ein Punkt, den kann ich dann doch nicht verstehen. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema, gell? Es sind ja auch viele wirklich in eine Angst gekommen. Und diese Angst ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen stellvertretend eigentlich für eine Angst, die man vielleicht schon sein Leben lang mit sich rumschleppt. Mhm. Und jetzt hat man einfach vielleicht auch als Seele die Möglichkeit, dieser Angst mal Ausdruck zu geben, oder? Auf jeden Fall. Also im Endeffekt, Angst, ja, gehört dazu, aber ist auch nur Teil der Polarität. Also in einem Kurs im Wundern, Shoemaker, der Buch geschrieben hat, dass er diese Szene, die Angst klopft an der Tür, die Liebe macht auf und keiner ist da. Also im Endeffekt, wenn du weißt, dass es, dass du eine begrenzte Zeit hier nur auf dieser Erde bist, letztendlich eine Zeit, um dich zu vervollkommnen. Und da geht es nicht am Ende darum, wie groß ist dein Bankkonto, wie toll hast du jetzt mit künstlichen Sachen den Körper aufgebaut, geht ja nicht nur für Frauen, für Männer, dass du nur noch irgendein Abfalllager irgendwo in der Ecke stellst, sondern es geht einfach darum, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, was ein Mitgefühl. Also wie viel Mitgefühl hast du den, wo du eigentlich verbunden bist, den anderen gegeben, weil du bist letztendlich nur der Tropfen, der Teil des Meeres ist und zurückgehst ins Meer. Nur dass dieser Tropfen letztendlich eine Färbung angenommen hat. Der sagt als Beispiel jetzt, ich bin der ganz besondere Tropfen, ich bin ja der Don Perignon-Tropfen und der andere abwertend, dieser Dreckstropfen da unten aus der Pfütze, der ist ja der Letzte und dann kommt ein anderer, sagt er, ich bin aber ein toller Rotweintropfen, so sinngemäß. Und das sind die Identifikationen in der Polarität, in der wir reingeboren werden, dadurch entsteht Zwietracht, Streit, Kriege etc. pp. So, aber letztendlich wird der Tropfen, kommt wieder zurück und ist wieder mehr, ist Teil von mehr. So, und wenn wir aber schaffen, das zur Lebzeit, das ist, glaube ich, die Herausforderung, zu erkennen, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Also ich finde das sehr lieb von dir, dass du sagst, ich will mal Heiko Schrang, den Namen, zwar Namen mal kennenlernen, als Person, dann ist jetzt, da bist du schon sehr weit vorne, weil die Mainstream-Medien machen genau das Gegenteil. Die hauen rauf, da werden Etiketten raufgeklebt mit allen Mitteln, um jemanden zu diffamieren. Aber für mich ist das eine Bestätigung. Ich mag das sogar teilweise. Da kommen die ja nicht mit klar. Wenn du das annimmst, ist das kein Problem. Die rennen mit der Jacke, sind immer rumgerannt. Mir wird eine Jacke überzieht so. Und ich habe dann gesagt, ich gehe aber weiter. Aber viele lassen sich die Jacke über. Der hat jetzt über mich gesagt, ich bin das nicht. Und da bist du natürlich dann auch eine Angriffspersönlichkeit, weil die dann sagen, der Typ, oh, den müssen wir jetzt weiter fertig machen. Naja, das werden sie machen. Weil im Endeffekt ist es so, du haust dir selber mal eine rein, so musst du es vorstellen. Also was du an anderen nicht magst, kennst ja die Spiegelgesetze, ist das, was du an dir selbst nicht magst. Die Leute, mit denen du die meisten Konflikte hast, die triggern das an, was du in dir selber trägst. Mhm. Also Gesetzmäßigkeiten einfach, die sind da, wollen die ja nicht wahrhaben, aber das ist ihr Problem. Also bedeutet einfach auch wirklich, wenn jetzt ein Zuschauer dich so wahrnimmt und sagt, oh, der eine sagt, oh, so hätte ich den gar nicht eingeschätzt, der andere sagt vielleicht, ah, der ist mir zu krass und hier und dann wirklich zu gucken, was löst es jetzt in mir aus? In dem Moment, wo ich diesen Menschen sehe, kommt da jetzt Wut oder Aggression oder Mitgefühl oder Freude? Und da gab es ja wirklich, also das fand ich ja bei dir das Spannende, es ging ja wirklich, du hast ja die komplette Fläche gegeben, ja, also von wirklich Menschen, die massiv Hass ausgeschüttet haben, aber auch welche, die wirklich voller Liebe gesagt haben, hey, mega, dieses ganze Wissen, was ja auch in deinen Büchern steht, das ist ja alles das, was jetzt eingetreten ist. So ja, geil, schon, dass wir das jetzt erfahren haben. Und
diese Polarität und diese Bandbreite, was hat das mit dir gemacht? Hast du das einfach so aus einer spirituellen Beobachterrolle beobachtet oder hast du vielleicht auch manchmal Situationen gehabt, wo du gesagt hast, wow, das macht jetzt schon was mit mir. Also da geht schon irgendwie was los. Ja, auf jeden Fall. Na klar, man ist ja auch, ich war auch drin in der Sache, irgendwann bist du gefangen. Ist ja die Meinung dran. Deswegen habe ich, so habe ich meine erste Neo-Sendung ja begonnen vor 3 Wochen, wo ich gesagt habe, wir sind letztendlich auf dem Spielfeld, habe ich so verglichen, so wie so ein Fußballfeld, musst du dir vorstellen. Und da gibt's Gesetzmäßigkeiten, okay? Da gibt's jemand, der hat das Spiel erfunden letztendlich, der sagt, das sind die und die Regeln, das ist ein Schiedsrichter, da ist da das Publikum, da sind die Ordnungskräfte, da ist der Currywurststand, also mit allen Sachen, so. Und das sind die Leute letztendlich, die die Welt beherrschen, so musst du dir vorstellen, die schon immer da waren. Ohne Namen zu sagen, es sind sie einfach da. Wenn du aber auf dieses Spielfeld gehst, kannst du nur verlieren. Du kannst nur verlieren. Weil ob die Politiker, die Richter, also das ist alles Teil des Spielfeldes. Und ich habe dieses Spielfeld leider auch betreten. Und zwar, viele Leute haben ja das frenetische Feier damals, dieser GEZ-Prozess in Potsdam. Und 1.8. die großen Demos. Und Dank an dieser Stelle an diese Menschen, die da waren. Aber im Endeffekt ging es eigentlich abwärts, weil 2019 habe ich noch eine große Meditation gemacht mit sogar 50.000 Leute. So, da war ich in der Mitte und völlig entspannt. Und da habe ich festgestellt, seitdem Corona war, war das so, dass ich überhaupt gar nicht mehr kreativ war. Mhm. Also nach außen hinten, der Typ ist ja so erfolgreich, der hat dies, das. Der ist also mit seinen Büchern und die Leute. Und nee, ist genau das Gegenteil passiert. Ich war Teil auf diesem Spielfeld. Verstehst du, da wurden Gerichtsprozesse geführt, die wir verloren haben, wurde verklagt ohne Ende, also alles wurde da gemacht, was man sich vorstellen kann, Konten gekündigt, ohne Ende, also alles, PayPal, Facebook, alles, läuft ja immer heute noch ein Prozess, wie du weißt, darf ich das sagen hier oder nicht, oder ist das verboten? Na, ja, John Lennon wegen seinem Bild hinter mir, kleine Bildchen, was verschwommen war, das nächste Jahr, März ist der Prozess, der wurde ja verschoben, also wurde ja immer weitergemacht. Mir aber egal, weil wir haben gesagt, wir haben das Spielfeld jetzt verlassen. Also ich bin raus. Ich sage, ihr könnt alles spielen, ist nicht schlimm. Das ist immer bei der Frage von dir, wenn du jetzt schaffst, und es macht Spaß, der Beobachter zu sein, des Beobachters. Also vorher bist du im Spielfeld, da gibt's ja keinen Beobachter. Und irgendwann gehst du raus. Also quasi du merkst, jetzt, da ist ein Prozess, ja. Und egal, ob ich ihn verliere oder nicht, ist mir egal. Mhm. Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Wer ist denn das, der die Emotionen in dir auslöst? Wer ist der Beobachter des Beobachters? Es muss ja eine andere Instanz geben. Wer ist denn der Träumer, der träumt und der im Traum den Träumer sieht? Woher weiß ich denn, was ich geträumt habe? Wer war denn der Zuschauer des Traumes? Und wenn ich in diese Richtung gehe, nicht denke, gehe und empfinde, da komme ich schon sehr weit. Mhm. Dieser großen Kraft, über die wir gesprochen haben. Na. Also wirklich dann in Momenten, wo es einen, wo man das Gefühl hat, es betrifft einen, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus. Interessant. In genau. So eine Beobachterrolle und zu gucken, wirklich ist das Leben nicht einfach nur eine Ansammlung von Erfahrungen. Und es gibt keine Bewertung von, ob du jetzt extrem glücklich bist oder mal eine extreme Angst fühlst oder mal eine extreme Ohnmacht fühlst. Ist das nicht das Spiel, warum wir da sind? Genau, das ist das Spiel. Ganz einfach gesagt. Hm. Du kannst nur Gesundheit wahrnehmen, wenn du weißt, was Krankheit ist. Hm. Du kannst nur Fröhlichkeit wahrnehmen, wenn du weißt, was traurig ist. Du weißt, und denn ich fühle mich jetzt völlig ohnmächtig, wenn du weißt, wie du dich mal mächtig gefühlt hast. Das ist Teil des großen Spieles, in dem wir uns befinden. Wenn wir aber anfangen, die Sache zu bewerten, also wir bewerten das letztendlich, also in dem Fall ist es unser Egoverstand, der lebt davon im Übrigen. Der ist wie so ein Parasit in uns drin, der marktet sogar, wenn du unglücklich bist. Der zieht Energie daraus. Mhm. Ja, deswegen mag ich ja, aber das andere Thema, diese Filme wie Momo, Michael Ende, das Buch letztendlich ging es ja um die grauen Herren und so weiter, die haben doch die Energie, also Zeit damals, aber abgezogen von den Menschen. Und gibt es noch ganz andere Filme und Bücher über so eine Sache. Da ist viel dran, daran. Mhm. Aber ich fand es immer spannend, die Leute, die uns eigentlich öffnen wollten, die das Beste für uns immer wollten, die haben es immer bekämpft in der ganzen Geschichte. Wenn du zurückgehst, das ist so, aber das ist doch auch der Punkt. Und jeder muss für sich aber ausmachen, will ich einfach nur als so was Unbescheidenes hier rumrennen oder will ich irgendwie mal was tun? Also für mich alleine, für mein Wachstum, weil für mich ist es so und so, wie sitzen hier blieben in der Schule. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich Ja sage, den ganzen Tag, ja, ja, zu Leuten, die uns nur anlügen, den ganzen Tag,
Was ist denn für Leben? Ist ja so, als ob ich nichts verstanden habe in der Klasse. Bitte nochmal wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ist eine Entwicklung. So sollte zumindest sein. Ja, schön. Für die Seele. Ja, lieber Heiko, wir sind ja jetzt kein politischer Sender in dem Sinn, aber ich finde, in der Spiritualität, im persönlichen Wachstum sehen wir doch in diesem Spielfeld, ob jetzt Politik oder auch Schulsystem, Bildungssystem, dass es sicherlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung Zeit ist, um da mal ein bisschen eine Veränderung reinzubringen. Mhm. Umso schöner, dass du auch dahin schaust. Und ich finde es auch wunderschön, dass wir den Zuschauern einfach auch mal deine Perspektive zeigen können, dass wir die Möglichkeit haben, auch viele Meinungen zu zeigen. Und wenn die Leute sagen, oh, das hat mich jetzt echt super interessiert, gibt es da noch eine Möglichkeit, sich mal intensiver mit den ganzen Themen zu beschäftigen? Auf jeden Fall. Erstmal habe ich eine Homepage, heikoschrank.de. Mittlerweile, der YouTube-Kanal ist immer so eine Sache, wankelmütig, wird er jetzt gelöscht, wird er nicht gelöscht. Mhm. Wir haben einen eigenen Server, Virtube mittlerweile, also nicht nur wir, sondern andere sind dort auch wirklich eine unabhängige Plattform, Virtube. Und die Bücher findet man ja, die 100 Lüge, Bestseller, also 10 Jahre auf dem Markt, 13. Auflage oder im Zeichen der Wahrheit, wie auch immer. Und Zeichen der Wahrheit haben wir genannt, für mich das älteste und magischste Zeichen überhaupt. Zeichen der Wahrheit, also finde ich immer lustig, Kreis und Punkt, so wie oben, so auch unten, darüber haben wir gerade gesprochen übrigens. Anfang und Ende geht ineinander über, ja. Und also alle Gesetzmäßigkeiten sind dort drin, habe dir als Geschenk diesen wunderschönen Stein geschenkt. Und wir haben natürlich auch einen Shop, wo man alle diese Sachen finden kann, also unter schrank.de haben wir auch einen Shop letztendlich. Ansonsten fangt mal an, wirklich auch grundsätzlich auch für andere Menschen mal zu recherchieren, was sind das für Menschen? Also bei mir ist es ja so, du gibst bei Google Heiko Schrank ein, als Beispiel, du sagst, ich habe einen tollen Typen kennengelernt, du findest nur negative Sachen, nur negativ. Das heißt, die haben jetzt schon clever gemacht, die Medien, dass du so eingeordnet wirst, Schmuddel kennt weg. Ja, als ich da nach dir recherchiert habe, da habe ich richtig Angst bekommen, dich einzuladen. Kann ich mir vorstellen. Liebe ich ja. Ja, aber schon interessant, so macht man Meinung, da muss man mal zusammen. Klar. Aber gut, muss jeder selber wissen, aber das ist unser Problem, was wir hier haben. Wir haben also vorgefertigte Meinung, anstatt zu sagen, red mal mit denen, wie der Apachen-Häuptling doch damals gesagt hat, ich kann nur denn über jemanden eine Meinung abgeben oder urteilen, wenn ich 30 Tage mit seinen Mokassins gelaufen bin. Machen wir ja nicht. Wir sagen, jemand kommt und sagt, ihr hat aber olle Mokassins und die stinken, ist ein nee, dann rede ich nicht mit dem. Nee, mach ich nicht. Aber du kennst ihn ja nicht. Ja. Das ist verrückt bei den Menschen. Ja, und da auch wirklich der Punkt, finde ich, abschließend nochmal, wie oft haben wir im Leben mal die Situation gehabt, wo wir jemand verurteilen und dann zwangsläufig mit dem Zeit verbringen mussten und dann erkannt haben, oh Gott, in dem habe ich mich ja total getäuscht. Ja, also, dass wir auch mal wieder diese Möglichkeit öffnen, auch mal wirklich jemand kennenzulernen und der Anspruch einfach jetzt auch mal wahrhaftigere Gespräche zu führen und nicht in diesem Oberflächlichen rumzuplätschern. Das wäre auf jeden Fall mal schön. Würde ich mir wünschen, auch für unsere Gesellschaft. Lieber Heiko, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, du kommst noch ein paar Mal. Ich würde noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Themen, auch Spiritualität, eingehen. Und danke, bis bald. Gerne, bis bald. Liebe Zuschauer, ja, wundervoll, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, so einen bunten Strauß an Gästen bei uns zu haben, wo uns auch wirklich immer wieder neue Impulse geben. Und ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.